Herzlich willkommen zurück zu Crisis Core. Sag mal hallo. Hi. Eine große Anti-Shinra-Gruppierung stiftet in letzter Zeit weltweit Unruhe. Anti-Shinra-Gruppierung? Könnte es etwa Avalanche sein? Avalanche soll sie heißen, erzählt man sich. Und ihre Mitglieder sind angeblich glühende Verfechter der Lehre des Planetenlebens. Solche Spacken, ey. Avalanche. Wenn ich die in die Finger kriege, ja? Dann mach's zack, gibt's eine Nackenschelle. Einige der Jungs haben erzählt, dass Angeals Mutter früher für Shinra gearbeitet haben soll. Und zwar für die Forschungsabteilung, glaube ich. Sie soll ein ziemlich heißer Feger gewesen sein. So redet man nicht über Tote. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Angeal immer darauf pochte, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Und Genesis hat mir oft aus Loveless vorgelesen. Hoffentlich bekommen die beiden bald zurück. Sie fehlen mir schon so richtig. Ich mag die Charaktere in Crisis Core, habe ich ja schon gesagt, ne? Ich mag die echt gerne, die Charaktere. Nochmal auf und alles hinklatschen, dann geht der wieder und dann hat man keinen Bock, mehr das schön zu machen. Das stimmt. So, hast du gewusst, NG und Genesis kommen beide aus dem Apfelkaff Banora. Und die Leute da sind über all die Jahre von Shinra durchgefüttert worden. Habe ich rein zufällig rausgefunden, als ich den Blick auf die Shinra-Bilanzen werfen konnte. Ah, jetzt macht die ja nur drüber lustig. Was mich schwer enttäuscht, wirklich. Was? Achso, weil ich reingegangen bin. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Was ist jetzt los? Hey, Hojo, Bruder! Tschüss. Also, wir haben auf jeden Fall auch eine Mail, die wir lesen müssen. Zwei Mails. Am Ende des Krieges. Liebe Soldatkämpfer, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Ein langer Konflikt hat endlich sein Ende gefunden und dies verdanken wir der aufopferungsvollen Arbeit Sephiroths und alle hier bei Soldat. Yuffie ist übrigens einer aus Wutai passiv, aber das weißt du bestimmt. Doch die Lage um Shinra ist weiterhin angespannt, denn starke Militärmächte und Anti-Shinra-Gruppierungen gibt es zuhauf. Dies ist die Kehrseite von Shinras kometenhaften Aufstieg. Als Mitglieder von Shinra ist es unsere Pflicht, uns dieser Kehrseite mit Aufrichtigkeit zu stellen. Tragt diesen Appell im Herzen, wenn ihr zu eurem nächsten Einsatz aufbricht. Hiermit wird das Ende der Kampfhandlung gegen Wutai proklamiert. Dass der Konflikt mit so wenigen Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte, haben wir insbesondere Rang 1 Soldat Sephiroth zu verdanken. Wir haben das doch gemacht, oder? Hat er irgendwas gemacht? Aber Hojo ist nicht sympathisch. Nee, ist er auch nicht. Unser Sieg wird uns endlich erlauben, alle Regionen mit Marco Energie zu versorgen und sie zu entwickeln. Shinra wird alles in seinen Kräften Stehende tun, um auch die Menschen in den entferntesten Regionen am Wohlstand der Fortschrittsgesellschaft teilhaben zu lassen. Präsident Shinra ist auch ein Hund. Das ist auch ein Hund. Wir haben gelesen, das ist speichern wert. Jetzt haben wir schon 3 Minuten in der Folge und haben nichts gemacht außer reden. Jetzt sagen wir, gehen mal in den Besprechungsraum. Oder wir gehen mal wieder ins Materiallabor, vielleicht. Richtige Propaganda, ja, ne, so ein bisschen. Ein richtiger Hund. Ach, dieses Kabel geht mir so auf den Sack. Platzi, darf ich mir einen Controller bestellen? Muss ja fragen. So, ich darf eigentlich nicht darüber sprechen, aber... In der Forschungsabteilung haben sie daran gearbeitet, Repliken von Soldatkämpfern herzustellen. Du kennst auch Angeal, oder? Dessen Mutter hat damals an dem Projekt mitgearbeitet. Das heißt wohl nein. Was hast du denn da? Oh, ein Psi-Makonit. Wunderbar. Was hältst du davon, ihn uns zu überlassen? Wir veredeln ihn für dich zu einer Materie. Dem Forscher den Psi-Makonit ausgehändigt. Ach, übrigens, wenn du Lust hast, kannst du uns gerne bei der Materieherstellung über die Schulter schauen. Wollen wir mal sehen, oder? Xbox One Controller ist super, Thomas, sogar ohne Kabel. Du hast einen ohne Kabel? Nee, habe ich nicht. Also ja, aber die funktionieren nicht mehr gut. Du weißt ja wohl sehr gut, wie das ist, wenn ein Controller von alleine in eine Richtung geht oder eine Taste nicht mehr funktioniert. Junge Fräulein, mit deinem 80-Euro Controller. So, muss ich mal zurückmeckern. Oh, ja, würde ich gerne mal sehen. Einleitung des Veredelungsprozesses.
Schattungsbericht, alle Systeme bereit. Alle Signale im grünen Bereich, Sir. Oh, es wird spannend. Warte, ich mach mich weg. Ist zu spannend. Hat nicht funktioniert. Bin immer noch da. Hotkey? Ah. Der Hauptgenerator ist einsatzbereit. Es kann jederzeit losgehen. Aktivierung des Hauptgenerators. Bei welchem Wert? Bei welchem Wert liegt die Verdichtungsrate der Makroenergie? Verdichtungsrate erreicht 20, 30, 40. Stillstand bei 50%, Sir. Die Leistung des Hauptgenerators erhöhen. Die ersten 30 Sekunden der Veränderung sind kritisch. Jawohl, Sir. Leistung ist bei 80% steigend. Verdichtungsrate bleibt unverändert. Nicht aufgeben, Männer. Zuschaltung der Kühlaggregate. Makroenergieleistung auf Maximum erhöhen. Leistung bei 120%. Noch eine Minute bis zum kritischen Punkt. Die Makroenergieverdichtungsrate steigt. 70, 80, 90%. Weiterhin steigend. Ausgezeichnet. Durchhalten. Wir haben es beinahe geschafft. Verdichtungsrate erreicht 100%. Abschaltung des Hauptgenerators. Hauptgenerator abgeschaltet. Glückwunsch, meine Herren. Wir haben es geschafft. Episch. Die Materie wäre damit fertig und wir haben uns mal wieder selbst übertroffen, möchte ich meinen. Da wir sie aus einem Makronit hergestellt haben, darfst du sie behalten. Ehrlich gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal Materie hergestellt haben. Für uns hat es schon rosigere Zeiten gegeben. Medica. Oh, cool. Nehme ich. Kriegt man hier mehr Materia-Slots, Schuppi? Oder hat man immer nur die 4? Richtig dramatisch nur für eine Materie. Also ein bisschen, ne? Aber Medica nehme ich. Gift heilen könnte schon... Ist schon Premium, wenn du sagen würdest. Sonst geht es uns soweit gut. Kunze! Isaac! Der Krieg ist dann wohl zu Ende, was? Warte mal, ist Kunze der, den wir bei Final Fantasy VII Remake im Shinra-Gebäude getroffen haben? Das war, glaube ich, Kunze. Ich glaube, Kunze gibt es im Remake, Chuppi. So, worauf du dich verlassen kannst. Ich nehme an, du hast von meinen Heldentaten gehört. Nicht wirklich. In der Firmeninterna haben sie keinen Ton darüber verloren. Und in den Nachrichten reden sie auch ständig nur von Sephiroths bemerkenswerter Leistung. Aber Sephiroth war doch zusammen mit Einheit B. Tja, die Medien machen sich ihren eigenen Helden. So ist das nun mal. Toll, trampelt ruhig auf meinen Träumen herum. Ja, aber so ist es halt auch in Wirklichkeit, ne? Ach stimmt, das war sein Buddy, der gesagt hat, bleib da, ich hol Kunze. Tja, passiv. Geschenkt ist geschenkt, das gibt man nicht zurück, das gehört sich nicht passiv. Hat sie hier draußen was getan? Das kenne ich schon. Ja, ich kenne das schon. Beruhig dich. Hi. Das kann doch nicht wahr sein. Unser Genesis im Kampf gefallen? Muss eine Lüge sein oder eine Verwechslung. Was, lässt mir keine Ruhe. Ich krieg mir gleich eine Krise. Entschuldigung, für einen kurzen Moment zeigte ich Schwäche und verlor meine Fassung. Doch jetzt ist formvollendete Fanarbeit gefragt. Also sicher möchtest du Rotleder dem offiziellen Genesis-Fanclub beitreten, na? Stimmt's oder habe ich recht? Klar! Ich muss mir mal entspannt den Rücken jucken und das wollt ihr euch nicht mehr ansehen. Wenn der Bär seinen Rücken juckt. So. Dir sei gedankt, sicher lächelt auch Genesis uns jetzt von einer schicken Wolke aus zu. Kann gut sein, dass er da gerade rumfliegt. Eine Nachricht von der Zentrale.
So, wir haben eine neue Mail. Genesis Fanclub Rundschreiben 66. Umlängst ist der Tod Genesis verkündet worden. Es ist eine traurige Kunde, die einige sicher nicht wahrhaben wollen. Und doch haben wir uns zu einer letzten Zusammenkunft entschlossen, um Abschied zu nehmen. Das Treffen wird am Fuß der Brücke in Sektor 8 stattfinden. Für einen begrenzten Zeitraum wird außerdem ein Apfel-Schmuckanhänger verkauft, der im Gedenken an Genesis gefertigt wurde. Lass uns alle diesen Anhänger tragen und Genesis bis in alle Ewigkeit träumen. Brücke, kann ich da hin? Kann ich da beiwohnen? Mann, hier geht hier nicht so viel ab. Den haben wir auch ein bisschen gefeiert. Hier sieht nichts neu aus. Die PNG-Türen darf ich immer noch nicht. Und, was hast du Neues zu sagen? Ich kann einfach nicht glauben, dass Genesis im Kampf gefallen sein soll. Ruhe in Frieden, oh Genesis. Der Arbeitskreis wird dein Werk fortsetzen und weiterhin an der Entschlüsselung des Geheimnisses von Loveless forschen. Hört sich an, als hättest du gerade eine Mail bekommen. Schau doch mal direkt nach. Der Grund für Genesis' Liebe zu Loveless liegt in dessen Beantwortung elementarer Fragen aus Geschichte, Wissenschaft, Kunst und Astrologie. Die Antwort auf das größte Rätsel soll sich nach Meinung der meisten Gelehrten allerdings im verlorenen vergangenen fünften Akt finden. So gehen die Forschungsbemühungen weiter. Auch Genesis' Lebensziel war es, das Mysterium um diesen letzten Akt aufzulösen. Doch da er verschied, bevor sein Lebenswerk vollenden konnte, liegt es jetzt an uns, dem Arbeitskreis, dieses Geheimnis zu lüften. Daher hat Final Fantasy VII Remake die PNG-Türen. Commerce Crisis Core, siehst du? Haben sie treu übernommen. Aber stell dir mal vor, die haben das wirklich. Also so voll mit Absicht jetzt. Nutze Speedhacks. Stell dir mal vor, die haben das halt wirklich voll mit Absicht gemacht einfach. Hier darf ich nach wie vor nicht lang. Ui. Weil die Türen auch in Crisis Core so aussahen. Ui. Nicht leicht mit Speedtech zu laufen. Okay, ich würde sagen, wir gehen aber wieder zurück zum Shinra-Gebäude. War Zeit. Ah ne, das war ja hier der Ausstellungsraum, ne? Da will ich nicht hin. Du ein Fahrstuhl? Nee. Bist du ein Fahrstuhl? Nee. Wo sind die Fahrstühle da? Die kann ich nicht nehmen. Okay. Ich gehe mal in den Besprechungsraum, damit noch irgendwas passiert in dieser Folge. Congratulations. As of this moment, you're promoted to soldier first class. Huh. I thought I'd be happier. Understandable. Too much happened too fast. Zach, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. Ich werde den Einsatz genauer erläutern. Aber Zack, erst einmal solltest du dich zum Besprechungsraum begeben und dort deine neue Rang 1 Uniform in Empfang nehmen. Ja! Gib. Gib. Und schon sehen wir aus wie Cloud. Beziehungsweise schon sah Cloud aus wie wir. Ich kann jetzt 6 Materia ausgerüstet werden. Yes. Yes. Bist du Zack? Ja. Wieso? Als Rang 1 Soldat hast du nunmehr die Befugnis, Materia-Fusion durchzuführen. Perfekto, was muss ich dazu anstellen?
Schau mal ins Hauptmenü deiner Steuerungseinheit. Du solltest jetzt auf den Menüpunkt Materia Fusion zugreifen können. Versuche es einfach mal mit diesen beiden Materia. Das sollte dir einen ungefähren Eindruck vermitteln. Jeweils eine Feuer- und Eismateria erhalten. Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung. Es ist nun möglich, Materia zu fusionieren. So, wir haben einmal Feuer bekommen. Und einmal Eis bekommen. Viel Spaß beim Lernen. Aus Feuer und Eis für Blitz? Warum? Warum sollte ich jetzt Feuer und Eis ausgeben für Blitz? Naja gut, wenn das Spiel das will, bitteschön. Yay. Blitz. Was schon immer mal haben. Und was ist, wenn ich Blitz und Eis mache? Will die natürlich nicht ausgeben. Guck mal, hier habe ich einen Blitz übrig. Habe ich noch irgendwas übrig? Was, wenn ich Blitz und Blitz fusioniere? Cool, wenn ich Blitz und Blitz fusioniere, bekomme ich Blitz. Aber ein gepimptes Blitz. Mag plus 2, wie man sieht. Habe ich den Krafttyp her? Ja, Moment mal hier. Ich muss gleich mal ein bisschen. Warte mal kurz. Hey. Sind doch gerade ganz andere Sachen da unten. Guck mal hier. Krafttyp. Wieso kann ich den nicht ausrüsten? Aber klar kann ich bestimmt. Ich muss ja erstmal alles abrüsten. Ich schmock, ey. So. Krafthieb und Wirbelattacke nehme ich beide mit. TP-Verstärker darf auch dabei sein. Medica nehme ich gerne mit rein. Transverstärker darf auch da sein. Ja, Vita kann ich eigentlich gebrauchen, aber ich möchte hier irgendwas leveln. Nehme ich mal einfach Stille rein, so. Aber jetzt habe ich gar keine Magie, ne? Ist auch scheiße. Zum Blitz pushen. Hier was Neues? Macht Armilla. Was machst du denn? Mack und Füß plus 5. Da bleibe ich ja so, wie ich es habe. Ja, ne? Bist du sicher, dass du schon genug gehört hast? Was willst du mir denn noch erzählen? Erzähl mal. Jeder Soldat, der etwas auf sich hält, hat die Materia-Fusion eingehend studiert. Ja, dann erzähl. Achso, du willst, dass ich nochmal selber gucke, ja? Die unten aufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. NG Rang 1 Soldat, Genesis Rang 1 Soldat. Ende der Mitteilung. Aber NG ist doch ein guter Freund. Was denn, wenn ich Stille und Vita nehmen würde? Regena. Braucht man noch ein Vita? Kann man Vita... Einen Materia-Shop habe ich noch nicht, ne? Nee. Da habe ich noch 8 Stück. Braucht man noch 10. Da heißt es mich rein hier. Das Verfahren der Materia-Fusion wird ständig verfeinert und ausgearbeitet. Längst sind uns nicht alle Kombinationsmöglichkeiten von Materia bekannt. Probiere also aus, was das Zeug hält und berichte uns, wenn sich etwas Interessantes ergibt. Viel Erfolg. Ja, Regena wäre schon nice. Aber ich will nicht so unser Max-Ding für verwenden. Bist du fertig mit dem Unkleinen? Ja, und mein Materia-Fusionsdiplom habe ich auch gerade gemacht.
Er kommt unverzüglich zurück ins Büro. Ich werde den Inhalt des Einsatzes erläutern. Understood. Let's go. Mal speichern? 20 Minuten. Oh. Ups. Und wieder mal geht das Holy durch die falsche Tür. Was auch so fies, ne? Jetzt könnte man denken, ich bin hier reingekommen. Also ich bin nicht hier reingekommen. Was ist das Fiese? Du willst ein Mitglied von Soldat sein? Ist das Cloud hier? Und du willst ein Mitglied von Soldat sein? Es tut mir leid, Sir. Du scheinst noch nicht begriffen zu haben, was es braucht, um ein wahrer Soldatkämpfer zu sein. Also setz dich gefälligst hin und mach dir ein paar Gedanken darüber. Ich wette, das ist Cloud. Das denn eh? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dich hier schon mal gesehen zu haben. Bist du einer von den neuen Dritten? Mein Name ist Zack. Freut mich, dich kennenzulernen. Kuku, danke für den Host. Ja, ich bin erst letzten Monat für Soldat rekrutiert worden. Das ist sowas von Cloud. Aber was ich auch anstelle, alles läuft schief. Immer bin ich den anderen eine Last. Das ist sowas von Cloud. Deswegen wurde ich auch gerade so zurechtgewiesen. Hey, hey, hey. Du bist bei Soldat, Mann. Kannst dich doch nicht einfach so hängen lassen. Aber wenn ich die nächste Mission auch versiebe, dann feuern sie mich, hat er gesagt. Und bei meiner Tollpatschigkeit? Gib dir mal einen Ruck. Jammern bringt dich bestimmt nicht weiter. Ja, aber... Du weißt wohl auch nicht, was du willst, oder? Also gut, dann werde ich eben deine nächste Mission für dich bestreiten. Wirklich? Das willst du tun? Du darfst nur keinen erzählen. Schau mir einfach zu und versuche dir etwas bei mir abzuschauen. Okay, mach ich. Das ist wirklich nett von dir. Das ist sowas von Cloud. Das ist safe Cloud, der Typ. Goku, wie geht's dir? Goku, hier ist das Cloud, ja? Hier gibt's keinen Klaus. Klaus gibt's bei dir. Durch die Verschmelzung zweier Materia lässt sich eine neue Materia gewinnen. Dieser Vorgang wird Materia-Fusion genannt. Das Fusionsprodukt hängt von den Beschaffenheiten der zwei verschmelzenden Materia ab. Gut, das wissen wir ja schon. Wenn zwei Materia der gleichen Sorte kombiniert, dann ist das Fusionsprodukt entweder eine stärkere Variante oder verfügt über Parameterboni. Wenn hingegen verschiedene Materia fusioniert, dann ist das Ergebnis meist eine andersartige Materia. Je höher die Stufe der fusionierten Materia, desto höher ist auch die Chance, eine mächtige Materia zu gewinnen. Mhm. Für eine Fusion werden SP benötigt. Je nach Fusionsprodukt variiert die Zahl der erforderlichen SP. Reicht der Vorrat an SP nicht aus, dann kann die Fusion nicht durchgeführt werden. Weiterhin soll es in Kürze auch möglich sein, Utensilien in den Fusionsprozess einzubinden. What? Auch die dazu notwendige Technologie befindet sich noch im Versuchsstadium. Okay, dann kann man noch Items mit dazu nehmen. Ich hab Feierabend, können sie also schlechter sein. Schön Feierabend, Goku. Bin nicht der Hahn im Chat? Das ist mir eine Freude, die Dame. Also ein bisschen. Chuppi ist zwar auch noch da, aber der ist ja auch mehr Dame. Tut mir leid, dass ich hier solche Umstände mache. Ich melde mich bei dir, sobald ich meinen nächsten Missionsbefehl erhalten habe. Und bitte erzähl du auch niemanden von unserer Abmachung. Wetter ist Cloud. Sowas von. Wow, man hat dich zu Rang 1 befördert. Herzlichen Glückwunsch, Zack. Danke. Gockel 17. Aber sollte ich nicht hierher im Besprechungsraum? Genau. Dankeschön. Ja, ja. Wird mir jetzt nicht mehr jeden x-beliebigen, überflüssigen Kommentar vorlesen. Genau, das kann nicht wahr sein. Du konntest dieser Trottel schneller sein als ich. Herzlichen Glückwunsch, freut mich. Du Hund. Hojo ist nach wie vor Unnot. Was genau will das Spiel jetzt gerade von mir? Sollte ich nicht im Briefing-Room? Briefing-Room?
Haben wir eine Mail bekommen? Schon gelesen? Genesis wurde als gefallen gemeldet. Starker Tobak, wenn du mich fragst. Die Jungs reden sich den Mund fusselig darüber. Wir haben mir heute die Aufführung von Loveless angeschaut. Genesis war ja vollkommen begeistert davon. Hatte eine sterbenslangweiligen alten Schwank erwartet, war aber doch ganz gut. In der Urfassung ist ein Typ der Held, doch die Inszenierung setzte die Frau, die ihm zur Seite steht, in den Mittelpunkt der Handlung. Am meisten hat mich das Ende berührt. Der Typ sagte zu seiner Gefährtin, selbstverständlich komme ich zurück, denn ich weiß, dass jemand auf mich wartet. Auch wenn wir uns nichts versprechen. Hätte Rotz und Wasser holen können, ehrlich. Wird das Loveless sehen? Er hat ja gesagt, er meldet sich dann passiv. Oh, guck mal an hier. Company has decided to eliminate Genesis and his cohorts. This includes Angeal as well. And you want me to do it? No. The Shinra army will handle it. What about me? They don't trust you. They believe your emotions will hamper your judgment. Well, of course. That's why I'm going too. To kill them. An intruder. Where? Close. Sephiroth, the president. Zack, entrance. Yeah, you got it. Nanu. Das Lächeln, ja. Sephiroth hat einmal freundlich gelächelt. Warte mal kurz. Wieso werde ich gefragt, ob ich runter will? Kann ich ja noch einen Dialog führen? Okay. War nicht freundlich, das war hinterlistig. Ja klar war das hinterlistig. Kannst du denn keine Ironie passiv? Na warte, wie muss ich noch machen? Da. Was zur Hölle, eine Fehlfunktion? Diese Etage überprüfen. Nimm dich jemand von Soldat, du kommst wie gerufen. Du musst unbedingt etwas gegen die da tun, und zwar schnellstens. Gegen wen? Na. Boah, was ist das denn? Boah, ich will nicht lügen, ne? Ich würde sagen, lass mich mal Krafttief machen, ich will den noch. Was ist ein Krafttief für ein Scheiß? Ich will den jetzt einmal benutzen. Okay. Ich bin nicht überzeugt von Krafttief. Das war Rettung in letzter Sekunde, danke. Was waren das für Dinger? Hast du etwa noch nie gesehen? Das sind Wachdrohnen, die Eindringlinge aufspüren und ausschalten sollen. Warum greifen die uns an? Weiß auch nicht. Sie sind einfach außer Kontrolle geraten. Patrouillieren noch mehr davon. Kannst du dich vielleicht um sie kümmern? Was machst du denn jetzt gerade, Goku, wenn ich fragen darf? Und falls das was für den öffentlichen Chat ist. Und ich kann es mir auch so schreiben. So, wenn es mich was angeht. Weil du weißt. Der Direktor hat mir befohlen, das Foyer zu sichern. Aber... Alles in Ordnung? Hinter dir! Oh nein, Roboter. Activating Combat Mode. Da kommt der hier. Die Schrottkästchen. GZ passiv mal wieder. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Haben die Drohnen dich überrascht? Ziemlich erbärmlich, was? Ich meine, dass ich Mitglied von Soldat war, sowas kapitulieren. Eigentlich hatte ich ein paar. Ehrlich gesagt liegt mir das Kämpfen nicht so. Weiß ich mal zusammen an, das hier ist Soldat. Kein Kasper-Theater. Es tut mir völlig leid, ich werde mein Bestes geben. Hier ist nicht viel, aber vielleicht hilft es dir ein bisschen. Danke.
und Rip Psycho. Schrei, ist da dann etwa jemand von den Soldat? Lass mal gucken. Wir helfen natürlich den Leuten, ne? Ist ja Ehrensache. Shinran-Gestellte, was machen die denn hier? Zurück! Activating Combat Mode. Na, Guys. Habt ihr schon mal Wirbelattacken gefressen? Und alle zu mir. Kommt her. Kommt alle her. Later. Bin nicht von Soldat. Die muss man nicht helfen. Stimmt, die haben hier auf der Abteilung eh nichts zu suchen. Was haben sie hier zu suchen? Spezialtraining? Nun, also... Forschungsabteilung hat den Trainingsraum den ganzen Tag genutzt. Und deshalb sind wir für Wartungsarbeiten gekommen. Wartungsarbeiten. Zu zweit. Und in dem Aufzug. Flehe dich an, du darfst niemandem erzählen, was du hier gesehen hast. Ihr könnt pimpern, wo ihr wollt. Oh, 5000 Geschmiere dafür, dass wir nicht petzen, dass sie hier pimpern wollten im Trainingsraum? Okay. Sekt, versteckst du gerade? Oh, tut mir ausgesprochen leid, Herr Direktor, aber ich bin noch auf der Soldatetage. Begib dich unverzüglich ins Feuer, der Feind ist in Scharen eingedrungen. In Scharen als Gabeln unterwegs? Da ist nämlich mein Schmiergeld. Läuft. Wo können sie sich eigentlich ein Zimmer nehmen? Ach, vielleicht brauchen sie den Kick. Der Direktor hat mir befohlen, zum Feuer zu sichern. Warte mal, lass mich mal gucken, ob hier noch was ist. Aber eigentlich haben wir ja alles gesaved, ne? Trainingsraum, Besprechungsraum können wir ja nicht rein, ne? Training Room konnten wir, haben wir. Interior Room können wir nicht. Müssen wir nur Besprechungsraum nochmal gucken. Und da können wir auch nicht rein, okay. Dann können wir wirklich weg. Hier los. Wieso greifen Shinra Waffen das Shinra-Gebäude an? Das Genesis-Werk? Na komm mal hier, Freund. Nein. Deine Schläge interessieren mich. Jetzt soll ich dich erstmal weghauen. Ja, echt eine Plage. 33 Minuten. Oh nein, ich darf die Eiskönige sich sonst wohin stecken. Ja, au. 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 Zong. Ching Chong Chong. Ich lenke sie ab, du schaltest sie aus, klar. Schon erledigt. Was haben die da gemacht im Generator? Abutai, okay. Was sollte das? Jetzt Verstärkung im Anmarsch. Entschuldige, hab mich etwas versprungen. Ein Soli mit Camps. Hi Highlander, na? Alles fit? Ja, lange nicht mehr hier gewesen. Wie geht's dir? Alles gut? Is this the end? I'm trying! Oh shit, ich muss gleich aufhören. Mm-mm-mm-mm.
Limit hoch. Schon wieder ein Stufenanstieg. Kurz mal zwei Level-Ups hintereinander, kein Problem. Als Bestes, das freut mich zu hören. Acht Streich, das wäre eine gute Attacke gewesen. Da, guck dir die an hier. Acht Streich ist es. Acht Streich, nicht Streich. Soma erhalten. Auch ein gutes Spiel. Soma. Wer es noch nicht gespielt hat. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber zu meiner Verteidigung, das ist nicht ganz mein Genre. Aber zum Angucken war es sehr unterhaltsam. Ich habe auch Blitz ausgerüstet, ne? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock, mit Blitz weggeböllert zu werden? Hört doch mal auf hier mit eurem Dauerfeuer. Jetzt Short Range oder was? Der trifft die ganze Zeit nicht. Jetzt trifft. Da steht der Gegner. Attacke. Blitz. Jawoll. Blitz. Jawoll. Sephiroth. Bei den Eindringlingen handelt es sich um ein Genesis-Repliken. Vermutlich steckt Holländer dahinter. Hollander. Wer? Holunder? Holander. Ein Shinra-Wissenschaftler, der mitsamt der Replizierungstechnologie vor kurzem spurlos verschwunden ist. Willst du damit andeuten, dass dieser Holander und Genesis unter einer Decke stecken könnten? Durchaus möglich. Sieht man gar nicht, dass du den Thomas im Stream mit Bauch streichelt. Ist ein Hund, Chubby. Aber warum? Holanda konnte seinen Anspruch auf die Leitung der Forschungsabteilung nicht geltend machen. Seither hegt er Groll gegen die Firma. Vermutlich ist Rache sein Motiv. Wie erbärmlich. Und Genesis soll diese Heususe unterstützen? Ich möchte es eigentlich nicht glauben, aber dann glaube ich es nicht. Ja, du hast recht. Sehr mittlerweile sind auch Sektor 8 Genesis-Repliken gesichtet worden. Dies, das klingt nach Arbeit für uns. Sephiroth und ich, so als Team? Nur Brudis? Sephiroth, Brudi? Wir beide? Sieht übel aus. Wir sollten uns aufteilen. Ach, lass doch mal zusammenbleiben. Dann reden. Hold on, I'm a coming. Reno? Ah, Reno. Sector 8 is Turk's jurisdiction, slick. Root. You've got to be kidding me. Song, do something. There's no need for concern. Huh? Okay. The other areas. Midgar's just crawling with nasties. Alles klar, Princess, schön, dass du da warst, ne? Viel Spaß noch und gute Besserung. Rude. Just say the word. Go. Yes, sir. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. You're a Turk too? I'm Cisne. I'm Zack. Pleasure to meet you. Zack, aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer, oh, but... how generous. Well, Sung, Zack, I gotta go. Cisne wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Weil wir sie kennengelernt haben. Ein emotionaler Schub hat die DBW verstärkt. Emotionaler Schub, ja. Ja, sie hat ihm wohl gefallen. Manchmal haben Männer halt emotionale Schübe, wenn sie attraktive Frauen sehen.
So, auf YouTube sage ich jetzt mal tschö mit Ö. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.